Moin! Wie ich schon gesagt habe, ich nehme euch bei meinem Trip komplett mit. Das heißt, wir sind immer noch in Ottobeuren. Und jetzt bin ich auch nicht mehr alleine, sondern das Team von Ligna TV ist auch mit am Start. Wir werden heute mal gucken, dass wir so ein paar Einblicke hinter die Kulissen bekommen. Wie arbeite ich hier? Wie arbeiten wir hier? Und ich gucke mal, ob ich ganz kurz hier einmal reingucke. Wir haben nämlich einen ganzen Wagen voller Spielsachen dabei. Da steht er. Und bevor ich jetzt hier zu lange draußen rumstehe, würde ich sagen, ich fange mal an mit der Moderation und wir schauen, was wir heute noch so sehen. So, tatsächlich läuft der Dreh heute super, super gut. Wir kommen sehr gut voran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen nehme ich euch auch mal mit. Ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, wie solche Maschinen wirklich hergestellt werden. Es ist absolut der Wahnsinn. Solche Regale wie hier hinter mir stehen hier hallenweise, überall nur einzelne Teile. Es ist wirklich für jemanden wie mich, der kaum Ordnung halten kann, es ist einfach nur geil. Und es ist so spannend zu sehen, wie viel Arbeit in so einen Prozess geht, wer sehen möchte, wie solche Maschinen gebaut werden. In diesem Fall Formatkreissägen oder auch andere Maschinen, der sollte auf jeden Fall bei Ligna TV vorbeischauen. Da werden wir in unserer Rubrik sozusagen das ganze Thema beleuchten. Schaut euch das auf jeden Fall gerne an. Abonniert den Kanal, denn da geht es ganz, ganz viel auch um das Thema Tischlerei an sich. Und ich versuche mir jetzt hier noch mal ein bisschen was abzuschauen, wie ich bei mir mehr Ordnung halten kann. Denn was man auf jeden Fall hier sieht, Ordnung führt zu Effizienz. Eine weitere Sache, die natürlich sehr, sehr cool ist, einfach von Zeit zu Zeit. Bei Ligna TV drehen wir ja doch immer mit einem etwas größeren Team. Ich sehe sie gerade da. Ich drehe mich nur einmal schnell um. Da ist gerade viel, viel los. Wir haben 3 Kameras heute dabei. Das ist echt sehr, sehr geil. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann dieser Beitrag online geht, das dauert noch ein bisschen. Wir produzieren mal ein bisschen vor. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, abonniert gerne den Ligna TV-Kanal. Da könnt ihr ganz viel zu dem Thema sehen. Und wie gesagt, wir werden uns da diese Herstellung von Maschinen, von verschiedenen Maschinen vor allen Dingen in der Zukunft verstärkt auch mal anschauen. Und sehr, sehr guterweise gibt es gleich Mittagessen. So, wir sind jetzt eigentlich wieder da, wo wir heute Morgen angefangen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach der Hammer zu sehen, wie solche Maschinen im Allgemeinen hergestellt werden. Es ist mega spannend und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Ligna TV ist es ja so, dass wir ganz oft andere Tischler besuchen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Aber jetzt zu sehen, wie die Maschinen, mit denen wir eigentlich jeden Tag arbeiten, hergestellt werden, ist einfach nur der Oberhammer. Wir müssen jetzt leider schon wieder weiterfahren, denn wir haben morgen den nächsten Dreh. Wir fahren jetzt von Ottobeuern nach Rosenheim. Insofern war es das wahrscheinlich für heute. Aber ich werde die beiden Drehs sozusagen in einen Vlog schneiden, denn das gehört auf jeden Fall zusammen. Deswegen sehen wir uns entweder heute Abend oder morgen früh, aber ich tippe auf morgen früh. Moin! Ein neuer Tag, ein neuer Drehort. Wir sind heute in Rosenheim an der TH und ich muss zuallererst mal sagen, Alter, ist das geil hier. Ganz ehrlich, ich bin ja immer so ein bisschen, sträube mich davor. Viele von euch sagen, werd doch mal Lehrer. Jetzt war ich hier an der TH, habe gesehen, wie das hier abläuft. Leute, ich denke drüber nach. Das einzig große Problem ist, Rosenheim ist jetzt nicht gerade da, wo ich eigentlich wohne. Aber hier sieht es auf jeden Fall richtig heftig aus. Ich zeige euch einmal, hier drüben ist richtig was los. Die Jungs sind kräftig am Set aufbauen. Wir machen hier eine kleine Sendung, wo es grob um das Thema CNC und die Anschaffungen dahinter geht. Sehr, sehr spannend. Natürlich relativ speziell, weil es natürlich wie bei Ligna TV immer um den Tischler geht. Und da ist die CNC anders als wahrscheinlich bei vielen bei euch natürlich wesentlich präsenter. Bei uns im Hobby- oder Kleintischlerbereich sind eher kleine CNCs gefragt. Hier geht es wirklich um die großen Maschinen, die großen 5-Achs-Maschinen. Ein Thema, was ja, mich eigentlich auch kaum betrifft in meinem Arbeitsleben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unglaublich spannend zu sehen, was für verschiedene Faktoren es dabei so zu bedenken gilt. Ich gehe jetzt hier einmal leise in das Set rein. Gimbal ist halt weit. Und
damit ihr auf meinem Kanal auch mal so eine kleine CNC seht, hier steht sie, mit zwei verschiedenen Tischen. Wirklich absolut spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Holzwerkstatt hier an sich, hier geht es ja um das Thema Holz wirklich in jeder Form. Es ist einfach nur wirklich richtig, richtig krass. Ihr seht, alle tragen Mundschutz, das ist auch die ganze Zeit so. Wir müssen natürlich darauf achten, es ist immer noch Corona-Zeit. Ich muss auch gleich wieder Mundschutz tragen, hier ist jetzt gerade kein Mensch, deswegen ist das okay. Aber natürlich müssen wir auf die Regeln achten. Beim Interview ist es logischerweise so, es macht nicht so viel Sinn, wenn ich dann einen Mundschutz trage und der Interviewpartner auch. Aber wir lösen das Ganze, indem wir einfach wirklich sehr weit auseinander stehen. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, aber ja, es ist wie es ist. Ich habe hier auch eine coole Maschine entdeckt, die ihr vielleicht auch noch nie gesehen habt. Eine schöne Bäuerle-Maschine. Hier so ein Multibohrer. Geil. Also ich muss echt sagen, ich bin mega geflasht. Wenn ihr hier aus der Gegend seid, um Rosenheim, München rum, guckt euch die TH mal an. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Bin mega froh, dass ich hier heute so zufällig vorbeigekommen bin. Was heißt zufällig? Also durch den Dreh. Hier auch eine richtig, richtig fette Bandsäge. Das ist wirklich etwas, was sehr, sehr cool ist bei Ligner TV. Wir kommen viel rum, wir sehen ganz viele verschiedene Sachen. Und ihr seht jetzt auch mal, wie das so abläuft. Was macht Jonas eigentlich, wenn er nicht in der Werkstatt ist? Ja, das hier. Und das ist wirklich ziemlich cool. So, wir sind jetzt mit unserem Dreh durch. Da hinten wird das Auto eingepackt. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Jetzt geht es wieder ab nach Norddeutschland. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick sozusagen in meine Arbeit. Weil das ist ja etwas Ligner TV, das mache ich jetzt schon seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so. Und ich glaube, viele von euch wissen das gar nicht. Und viele von euch können sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wie das abläuft, was man da machen muss. Was wir sozusagen drehen und wie es da aussieht, das könnt ihr euch einfach bei Ligner TV selber angucken. Da sieht man oft auch Einblicke hinter die Kulissen, also auch Einblicke ins Team sozusagen, also wer alles dabei ist, weil wir ja oft mit sehr vielen Kameras drehen. In diesem Sinne steige ich jetzt gleich ins Auto und wir fahren sehr, sehr lange Auto. Wir sehen uns ganz normal auf meinem Kanal ja weiterhin mit ganz normalen Videos. Normale Videos? Projektvideos. Das ist das, was ich sagen wollte. Den ganzen Tag geredet. Da kann man auch mal Quatsch reden. In diesem Sinne, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.